Hallo, ich bin Habrock und ich möchte euch heute erzählen, was ich im Laufe der Zeit so an größeren und außergewöhnlicheren Projekten für unsere Katzen realisiert habe. Also Kleinkram wie selbstgebaute Wandliegebretter oder so lasse ich dann halt weg. Ja, erstmal für wen das Ganze? Wir haben mittlerweile sechs Katzen, also meine Frau und ich. Als da wären Frederik, Lilith, Nia, die beiden Norweger Finn und Batman und dann noch NASA, sozusagen die Chefin im Haus. Das erste größere Projekt, was ich durchgeführt habe, war ein Automat für Trockenfutter. Die Motivation sah so aus. Damals noch vier Katzen mit recht genau gehender innerer Uhr, die, da sie unter der Woche spätestens um 7 Frühstück bekommen haben, auch am Wochenende der Ansicht waren, jetzt wäre doch mal Zeit, dass es Frühstück gibt, und dann wecken gekommen sind. Also das Linke war dann ein Beispiel für so ziemlich die erste Sicht, die man dann morgens hatte. Ja, und wie rechts zu sehen ist, mit vier Katzen wird es am Futternapf, selbst wenn es wie in dem Fall ein etwas größeres ist, durchaus schon eng. Und Problem, ja, das sind so handelsübliche Futterautomaten mit Zeitschaltuhr. Also für eine oder vielleicht zwei Katzen geht das, aber mit mehr Katzen wird das dann platzmäßig viel zu eng. Ja, also habe ich mir mal angeschaut, was habe ich so an Anforderungen. Also Lebensmittel, echte Oberflächen, dann natürlich Zeitsteuerung, dass ich nicht am Wochenende aufstehen muss, sondern die Katzen sowas zu fressen kriegen. Dann, damit man nicht so oft nachfüllen muss, die Möglichkeit 8 Futterportionen, also sprich die Möglichkeit für 4 Tage Futter im Automaten zu haben. Dann möglichst das vom Modellbau her noch erfahrene Material nutzen. Ja, und den Keramikfutterring weiter zu verwenden, eine Möglichkeit. Also, der ist auf dem linken Bild unten zu sehen, und durch die Form mit dieser Halbkugel in der Mitte hat er mich auch etwas inspiriert, was man da machen könnte. Ja, die Grundkonstruktion war dann eine Kiste unter dem Tisch, der sowieso über dem Katzenfutterplatz stand oder immer noch steht. Die Kiste war dann ein Holzleistenrahmen, der mit Sperrholz beplankt wurde. Und auf einer Seite eine Plexiglasplatte als Schiebetür. Ja, und die Futterausgabe erfolgte dann hier über die Öffnung im Boden, die dann halt zu diesem Rohr führte, was direkt über der Futterschüssel zu liegen kam. Ja. Und in der Kiste, da war dann noch herausnehmbar eine Holzplatte als Grundplatte, auf der sich eine Holzscheibe hier von unten mit 8 Klappen drehen konnte. Jede Klappe hat ein Kugellager bekommen, und die ganzen Kugellager liefen halt auf dem Rand dieser CD. Und über der Auswurföffnung war dann ein Ausschnitt in der CD, sodass die Klappe halt nach unten klappen kann, also geführt über das Kugellager. Ja, das hier ist dann nochmal Ansicht von unten. Also hier endet gerade die CD, das Kugellager ist gerade an der Kante. Oben auf der Scheibe habe ich dann 8 Kunststoffdosen montiert, die von Schokonüssen,
Also Verkaufsverpackungen von Schokonüssen. Also, weil waren sowieso da, sind mit Sicherheit lebensmittelecht. Und jede Dose hat eine Futterportion für Frühstück oder Abendessen für vier Katzen problemlos aufnehmen können. Ja, und die Klappen, die wurden dann mit einem Material von einem Trockenfuttersack beklebt, auch wieder wegen Lebensmittelechtheit. Ja, der Antrieb erfolgte über ein Selbstbaugetriebe und einen Motor aus der Restekiste bei mir. Das Ganze hat dann den Gummireifen eines Modellbahn-LKWs angetrieben, der auf die hier gerade so sichtbare Außenkante Holzplatte gedrückt wurde. Und um bessere Reibung zu haben, habe ich diese Außenkante dann mit Sandpapier beklebt. Ja, die Ansteuerung erfolgte dann so, dass eine einfache Schaltung aus zwei Relais und ein paar Dioden geschaut hat, ob ein Taster betätigt wurde. Der wurde über eine Hebelmechanik von einer sich öffnenden Klappe betätigt und hat dann einfach die Stromversorgung zum Motor abgeschaltet. Das hatte auch den Vorteil, dass, falls eine Klappe aus irgendeinem Grund nicht aufgehen sollte, halt einfach weitergedreht wird, bis dann mal eine Klappe aufgeht. Ja, die Zeitsteuerung erfolgte einfach über eine elektromechanische Zeitschaltuhr, die dann Strom über ein USB-Netzteil eingeschaltet hat, und die Schaltung sah dann so aus, dass unabhängig von der Tasterposition der Motor angelaufen ist und bis zum nächsten Tasterdruck gelaufen ist. Ja, und damit, das war dann eigentlich die primitivste Lösung mit den Sachen, die da waren, um die Zeitsteuerung hinzubekommen. Ja, was bei Problemen zum Teil auftrat, da diese Uhren ja bekannterweise halt so eine Viertelstundentaktung haben, dass der Reifen durchaus eine Viertelstunde gedreht hat auf dem Sandpapier bei blockierter Scheibe. Das hat zu ziemlichem Reifenabrieb geführt manchmal. Erstaunlicherweise musste ich den Reifen während des mehrjährigen Betriebs nie wechseln. Zu dem Punkt hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich den Reifen gegebenenfalls wechseln kann. An anderen Stellen habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Da gab es dann aber Probleme. Also zum Beispiel, hier ist zu sehen, da der Auswurftrichter, da hat sich die Form geändert. Denn es hat sich herausgestellt, dass, wenn das Futter direkt oben auf die Kugel fällt, es passieren konnte, dass es sich nicht nur im Futterring gesammelt hat, sondern auch im größeren Umkreis. So dass ich da über mehrere Iterationen gegangen bin, bis ich dann schließlich bei einem Kunststoffschlauch aus dem Gefrierbeutel gelandet bin. Entweder ist das Futter im Futterring gelandet, oder die Katzen haben recht schnell gelernt, dass sie den Schlauch mit der Pfote zur Seite schieben können, dass das Futter dann rausfällt. Ja, da wegen Umstellung auf eher Nassfutter der Automat dann außer Betrieb genommen wurde, das sind die möglichen Weiterentwicklungen, also die angedacht waren, dann nicht mehr realisiert worden, wie diese eher elektromechanische Steuerung durch ein Arduino oder so zu ersetzen, oder auch das Futter aus Behältern zu holen, sodass man auch verschiedene Futtersorten ausgeben kann. Ja, dann das nächste Projekt war eher aus der Kategorie Was mit Holz, nämlich,
eine Terrassensicherung. Motivation für das Ganze. Also, unsere Terrasse liegt im ersten Obergeschoss und geht auf eine Grünfläche für den gesamten Wohnblock. Und da dürfen die Katzen zwar raus, aber nur unter Aufsicht. Also sie könnten nicht weg, wenn sie drauf wären, aber halt zum Beispiel in Nachbarwohnungen oder so. Also, und da die Katzen halt durchaus auch häufiger mal raus wollen, als wir mehr raus wollen, um sie zu beaufsichtigen, war dann die war es dann schon nötig, oder war dann die Idee, sie auf die Terrasse lassen zu können, sodass sie auf der Terrasse Frischluft haben und besser Vögel beobachten können und so weiter, ohne dass wir mit raus müssen. Ja, Forderungen an die Terrassensicherung waren dann einmal logischerweise ausbruchsicher, denn sonst hätte sie uns nicht wirklich was gebracht. Und dann trotzdem noch die Möglichkeit, die Grünfläche zu erreichen, also mindestens eine Tür einbauen. Das Ganze sollte dann auch noch möglichst unauffällig und platzsparend sein und möglichst nicht fest montiert, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, dass wir keine bauliche Veränderung oder so durchführen. Und zusätzlich an der einen Wand ließ sich auch sowieso durch die Isolierung nicht wirklich was befestigen. Ja, und ein weiteres Problem, was jetzt nicht zu sehen ist, direkt an der Vorderkante der Terrasse neben dem Blech ist der eigentliche Terrassenboden-Rollsplit. Da der Terrassenboden aus Waschbetonplatten in einem Rollsplittbett liegt, so dass irgendeine größere Belastung auf einer Stelle auch nicht empfehlenswert war, weil sonst man im Laufe der Zeit eingesunken wäre. Ja. Die Lösung war dann ein Rahmen aus Holzbalken, also vier senkrechte Balken mit 4,5 x 4,5 cm Querschnitt. Verbunden oben und unten dann mit waagerechten Balken mit etwas kleinerem Querschnitt. Ja, unten habe ich die Balken einfach auf Knochensteine als Fundament geschraubt und oben mit so Regalfüßen mit Gewinde festgeklemmt gegen die Betondecke. Und das liefert mir unten eine ausreichende Auflagefläche und genügend Druck, dass die Balken wirklich dort stehen bleiben. Und lässt sich notfalls nachspannen. Ja, und wenn man auf dem linken Bild etwas erkennen kann, so auf Höhe dieser Blechstufe, da habe ich dann unten die Balken montiert. Ja, die Türen aus den... Ja. Wie hast du die Füße in das Holz reinbekommen? Okay, meine Zwischenfrage war, wie ich die Füße in das Holz reinbekommen habe. Ja, da habe ich einfach ein Loch gebohrt, wo die Gewindestange vom Fuß reinpasst und dann obendrauf eine etwas größere Unterlegscheibe bzw. Karosseriescheibe und darüber ist dann einfach eine zum Gewinde passende Mutter, so dass ich dann ausreichend Spiel habe, um da vernünftig festklemmen zu können. Ja, als Türen habe ich zwei Schiebetüren gebaut aus den kleineren Balken auch wieder, die haben 4,5 mal 3,7 cm Querschnitt, wenn ich mich nicht irre. Ja, die sind so dimensioniert, dass sie im geschlossenen Zustand genau im rechten und linken Feld hinter den senkrechten Balken zu liegen kommen. Unten laufen die auf Seilrollen aus dem Baumarkt, die auf
diesem Rundprofil laufen. Das ist wiederum so einen Metallwinkel befestigt, der eigentlich von dem Metallregal der senkrechte Pfosten wäre. Und das Ganze ist an die waagerechten Balken geschraubt. Oben läuft die Tür auch wieder zwischen den oberen waagerechten Balken und einem weiteren Winkelmetallprofil, was dann von Winkeln gehalten wird. Ja, die Türen und auch in der Bereich dazwischen wurde mit handelsüblichem Katzenschutznetz mit Drahtverstärkung bespannt. Ja, dann hier Bilder vom Bau. Ja, die Katzen fanden das durchaus interessant, was ich da draußen mache. Ja, damit das Ganze noch unauffälliger wird, habe ich die Balken je nach Position weiß oder schwarz gestrichen und damit sind sie auch witterungsgeschützter. Ja, da die Katzen es durchaus interessant fanden, auch am Netz ein bisschen zu ziehen, hatten wir Bedenken, ob sie die Schiebetüren vielleicht irgendwie aufschieben oder aufziehen könnten, aber eine Sicherung mit einem Riegel und zusätzlich noch einem Vorhängeschloss hat das Problem mit Sicherheit behoben. Ja. Und die beiden Norweger haben auch gemerkt, dass man prima an den Balken klettern kann und versuchen es teilweise auch am Netz und versuchen auch, ob sie das Netz vielleicht durchbeißen können, aber die Balken sind durchs Klemmen und die gegenseitigen Verschraubungen und so weiter stehen die wirklich fest und den Draht in den Netzen haben sie auch noch nie durchbekommen. Ja, damit konnten die Katzen zwar auf die Terrasse, haben sich aber recht schnell dran gewöhnt und waren der Ansicht, weil sie es im Sommer so gelernt haben, dass sie eventuell jederzeit auf die Terrasse können. Unsere Überlegung war dann, okay, könnte im Herbst und Winter dann trotzdem doch etwas kalt in der Wohnung werden, sodass dann eine Lösung her musste. Das Ergebnis war dann, eine handelsübliche Katzenklappe zu motorisieren. Motivation des Ganzen. Wir haben dann in der einen Terrassentür die große Scheibe austauschen lassen von einem Glaser gegen eine kleinere Scheibe und drunter ist eine Kunststoff-Sandwich-Platte, in der die Katzenklappe montiert ist. Hat auch wieder einen Vorteil, wenn wir irgendwann mal ausziehen, können wir den Ursprungszustand problemlos wiederherstellen lassen. Weil die Scheibe halt noch bei uns rumsteht. Ja, da hatten wir eine schöne Katzenklappe. Problem war dann nur da eine Kater hier rechts im Bild hat entweder Angst vor der Klappe oder versteht einfach nicht, dass er die Klappe auch bewegen könnte. Obwohl wir so ziemlich alles, was wir an Tricks, was uns selber eingefallen ist oder was uns irgendwo im Internet begegnet ist, ausprobiert haben. Also zeigen, wie die Klappe aufgeht. Ja, aufhalten, dass sie durchgehen können und es so zu zeigen. Auch, dass es ihm die anderen Katzen gewissermaßen vorgeführt haben, hat nicht geholfen. Also, er hat sie mehrfach dabei beobachtet, aber trotzdem war es für ihn irgendwie eine Glaswand. Oder auch so Motivationen wie
Ja, hier auch der Vorschlag durchschieben, haben wir auch ausprobiert, hat nichts gebracht. Oder auch Motivationen wie Leckerli auf der anderen Seite, Spielzeug auf der anderen Seite. Oder die Möglichkeit, auf die Grünfläche rauszugehen, wenn er durch die Katzenklappe kommt. Hat alles nichts geholfen. Oder auch dann eine Klappe aufhalten und so nach und nach immer weiter zumachen, dass er irgendwann die Klappe selber anschieben musste. Hat nichts geholfen. Auch dann auch Vorhang, also ein Stück Stoff reingeben als Vorhang, hat nichts geholfen. Ja, so dass dann schlussendlich das Problem an mir hängen blieb. Okay, das Ding braucht einen Antrieb. Ja, auch hier wieder verschiedene Anforderungen. Also die Klappe sollte weiterhin in beide Richtungen öffnen. Dann habe ich mir noch die Bedingung gesetzt, keine weiteren Öffnungen in der Sandwichplatte, um irgendwelche ja, mechanischen Teile oder so durchzuführen. Denn durch die Klappe kommt schon genügend Luft. Da müssen nicht noch weitere Lüftungslöcher rein. Und die Klappe sollte auch noch funktionieren, wenn die Netzspannung weg ist. Ja. Und ja, also Antrieb bliebe nur der Selbstbau übrig, denn wir haben mal geschaut. Damals haben wir keine Klappen mit Antriebsmotor gefunden. Höchstens welche, die aufgrund eines Sensors für bestimmte Katzen dann die Klappe freigeben können, aber die Katze muss trotzdem noch selber die Klappe aufschieben. Ja, mittlerweile haben wir gesehen, es gibt Türen mit Motorantrieb für Haustiere, für den Wandeinbau. Aber da wir einmal nichts in die Wand einbauen konnten und diese Türen im vierstelligen Bereich liegen, kamen die auch nicht in Frage. Das war nämlich etwas oberhalb unseres Budgets. Ja, der Antrieb hängt auf der Innenseite. Da war dann die Kunststoffplatte recht praktisch, weil ich da doch recht gut Sachen wie die sozusagen Fundamente des Antriebs anschrauben konnte. Also der Antrieb erfolgt über ein Modellbauservo, was etwas kräftiger ist. Was hier hinter sitzt und dann diese graue Platte dreht. Und die treibt dann diesen senkrecht laufenden Schlitten an, der dann hier über eine Hebelmechanik die Klappe in beide Richtungen bewegen kann. Hier nochmal ein Blick direkt von oben auf die Führungsschienen des Schlittens und links daneben das Servo. Ja, das hier sind dann etwas schlecht zu erkennen, die beiden möglichen Endstellungen der grauen Platte. Diese Art der Schwalbenschwanzform war notwendig, dass ich einmal immer so in der Laufrichtung des Schlittens die Kraft ausübe. Außerdem braucht die Katzenklappe, wenn sie in einer geschlossenen Position ist, recht viel Kraft zum Öffnen, weil die dort standardmäßig von einem Magneten festgehalten wird. Und das ist auch sinnvoll, sonst klappert sie nämlich schon bei relativ schwachem Wind, was dann stört und dann halt auch im Winter nicht so sinnvoll ist, dass dann Kaltluft reinkommt. Ja, dann links, das sind im Grunde die verbauten Elektronikteile. Also angesteuert wird oder
angesteuert wird das Servo von einem Arduino-Klon. Der fragt zwei Infrarot-Bewegungsmelder außen und innen an der Klappe ab. Und je nachdem, welcher Bewegungsmelder auslöst, öffnet die Klappe dann nach außen oder nach innen. Ja, die Sensoren, das war auch eine gewisse Odyssee, bis ich bei denen gelandet bin. Und zuerst habe ich nämlich so Batterieleuchten mit Bewegungsmelder modifiziert, um einen Bewegungsmelder zu nutzen. Da kannte ich die noch nicht, diese Bewegungsmelder. Die Lampen haben aber nicht so richtig funktioniert. So dass ich dann diese HCSR04 Ultraschallsensoren ausprobiert habe. Mit denen hatte ich dann aber das interessante Problem, dass so ein Katzenfell erstaunlich gut Schall schluckt. Also, so dass die Abfrage dann war, wenn der Sensor unendlich liefert, dann ist eine Katze da. Rauschen des Sensors rauszukriegen, habe ich dann aber über mehrere Iterationen abgefragt und das Ergebnis war, dass es ewig lang gebraucht hat, bis ich erkannt habe, dass da eine Katze da ist und trotzdem noch Fehler hatte. Aber die Infrarotbewegungsmelder, die funktionieren da jetzt sehr gut und ja, und wenn man auf dem rechten Bild sieht, ist die Ansteuerung mit dem Arduino dann in der Nähe der Klappe montiert. Versorgt wird die von einer günstigen Powerbank, also im Grunde Werbegeschenk, die aber den Vorteil hatte, gleichzeitig laden und geladen werden zu können, so dass die gewissermaßen als unterbrechungsfreie Stromversorgung dient. Er hängt die ganze Zeit an einem USB-Netzteil. Da die in der Anfangszeit aber die alleinige Stromversorgung war, kann ich sagen, dass selbst wenn der Strom ausfallen sollte, die Klappe problemlos noch mehrere Stunden funktionieren würde. Und zusätzlich ist die Klappe im geschlossenen Zustand so geschaltet, dass das Servo dann kein Signal bekommt, also auch problemlos gedreht werden kann, so dass die Katzen, die Klappe so aufkriegen, dann immer noch rein und raus könnten. Nur unser sozusagen Problemfall Finn geht dann halt nicht. Die Software sieht dann mittlerweile so aus, dass die Klappe bei auslösendem Sensor in die entsprechende Endstellung öffnet, dort ein paar Sekunden verweilt und dann langsam wieder zugeht. Die Beobachtung war nämlich, dass die Katzen erstaunlich oft an der Klappe sitzen bleiben, solange die offen ist. Und erst, wenn die Klappe dann anfängt, sich wieder zu schließen, sich entscheiden, dann doch noch durchzuspringen. Ja, und dann kann man diese Entscheidungshilfe ja schon früher in Software schalten. Ja, da durch diese Schwalbenschwanzführung in einem Großteil des Bewegungsraums die Klappe weiter geöffnet werden kann, als es das Servo. Als es der Servo-Position entspricht, ist es auch kein Problem, dass dann jemand eingeklemmt werden könnte. Ja. Angedachte Weiterentwicklungen sind einmal die standardmäßig an der Katzenklappe vorhandenen Riegel, die den Bewegungsbereich auf nur rein, nur raus oder auch komplett sperren einschränken können.
die auch noch mit Sensoren abzufragen und in der Software zu berücksichtigen, dass man nicht, um die Klappe außer Betrieb zu nehmen, hier jetzt die Stromversorgung ausstecken muss. Und weiter ist das Servo eigentlich im recht schwach, um die Klappe zu betätigen, so dass ich da dann auf einen Antrieb mit Gewindespindel umrüsten möchte. Ja, dann nächstes Projekt, auch wieder was mit Holz, nämlich ein Kratzbaum aus einem Baumstamm. Ja, da hat meine Frau hat die Idee irgendwo in einem Forum gefunden und einige Zeit dann rumtelefoniert, also Baumschulen, Schreiner, verschiedene Förster und so weiter, bis sie dann eine Quelle aufgetan hat, irgendwo bei einem Förster, der einen passenden Birkenstamm liefern konnte. Ja, Abholung und Aufbau in einen Kratzbaum waren dann meine Aufgabe. Also wie üblich, ich kriege die Ideen zugeliefert und darf es dann umsetzen. Ja, das war der Birkenstamm. Durchmesser so etwa 20 cm, 2 Meter lang. Was Längeres hätte nämlich nicht ins Auto gepasst. Also der wurde dann bei der Abholung noch gekürzt, dass er genau ins Auto passt. Ja, und dann auf der Terrasse erstmal aufgestellt, lose Teile der Rinde abgebürstet und das Ganze mit dem Dampfreiniger abgedampft. Ja, dann bekam der Stamm eine Grundplatte aus zwei Schichten Leimholzplatte, miteinander verleimt, mit 16 Schrauben verschraubt. Der Stamm wurde dann mit 7 Schrauben an diese Platte geschraubt. Ja, 3 Schrauben hätten vermutlich auch gereicht. Zum besseren Klettern wurde der Stamm dann an mehreren Stellen mit Sisalseil umwickelt. Ja, das wurde dann auch noch mit Schrauben gesichert. Also insgesamt habe ich in dem Stamm mehr als 50 Schrauben verarbeitet. Genau habe ich es nicht gezählt. Ja, die Liegeflächen sind handelsübliche Wandliegebretter, auch verschraubt, und eine Hängematte, auch zur Wandmontage. Um die Hängematte musste ich mich dann doch kümmern, wie man im mittleren und rechten Bild sieht. Das ist nämlich irgendwie so ein Rundstahl, so unförmig gebogen, und zwischen den beiden Schenkeln ist dann der Stoff also als Hängematte gespannt. Ja, und schon bei relativ geringer Belastung bewegen sich die beiden Schenkel aufeinander zu und nach unten, so dass man dann eher eine Rutschbahn als eine Hängematte erhält. Also ich wollte nicht ausprobieren, was die beiden 7-Kilo-Kater dann machen, wenn sie da versuchen, sich reinzusetzen, so dass ich die beiden Enden dann mit einer Holzleiste auseinanderdrücke, und die habe ich dann auch noch an die obere Plattform abgespannt, so dass dann auch ein größeres Gewichtproblem, das auch von der Hängematte getragen werden kann. Ja, und ist dann insgesamt ein recht beliebter Aufenthaltsort für die Katzen. So. Ja, für die Unterhaltung der Katzen gab es dann noch kleinere Basteleien, also Spielsachen. Das, als da wäre einmal so ein von zwei Servos bewegbarer Laser, also das ist ein Standard-Servo, und
draufgeklebten Miniservo und am Miniservo dann eine Laserdiode befestigt. Also hier wieder also die verwendeten Bauteile. Angesteuert wird das Ganze von einem Arduino mit und dann ist noch eine kleine Adapterplatine schlichtweg, um die Servos anstecken zu können. Ja, und unten die Adresse, das ist eine Software für den Arduino, über die ich gestolpert bin, von Frank Appio, die ich sehr schön fand und ein bisschen angepasst habe. Die hat halt einen Vorteil, dass zufällige eins von oder zufällige Bewegungsprogramme auswählt aus der Sammlung von, ich glaube, 12 Bewegungsprogrammen, die dann auch noch mit teilweise mit zufälligen Werten laufen und das alles in einem Bereich, den man halt einstellen kann, wie weit die Servos schwenken dürfen. Ja, eine Modifikation, die ich vorgenommen habe, war, dass ich die Laserdiode mit Pulsweitenmodulation ansteuere, da ich mir bei der Leistungsangabe vom Hersteller irgendwie nicht so ganz sicher war, ob die, ob die vertrauenserweckend ist, um da dann lieber die Leistung ein bisschen noch zu reduzieren. Ah ja, und der Sockel ist einfach eine Schüssel aus der Kinderabteilung eines bekannten Möbelhauses umgedreht und damit die Katzen nicht die Mechanik fangen und noch reinbeißen, kam dann halt eine Halbkugel aus dem Bastelbedarf drauf, die festgeklebt wurde. Auch hier erfolgt die Stromversorgung über USB, sprich es wird eine Powerbank angeschlossen, wenn man es in Betrieb nehmen will. Ja, weitere. Was hast du getan, dass der Laser nicht in die Augen der Katzen kommt? Die Frage ist, was ich gemacht habe, dass der Laser nicht in die Augen leuchtet. Gut, das, da habe ich jetzt nicht wirklich Vorkehrungen getroffen, halt abgesehen von der Halbkugel und sonst halt beobachten und deswegen auch die Leistungsreduzierung. Und da der Laser doch recht häufig und recht schnell schwenkt, leuchtet er nicht allzu lang auf einen Punkt normalerweise. Ja, weitere Bastelei. Die Motivation war, der eine Kater spielt schon sehr lange mit der Nerf-Schaumstoff-Darts und pflückt durchaus auch die Saugnapf-Darts von irgendwelchen glatten Oberflächen und so weiter. Zumindest früher hat er die Pfeile dann auch apportiert. Also er kann da sehr lang mitspielen. Ja, hat es durchaus auch gern, wenn die Pfeile schlichtweg irgendwo abprallen und dann von oben auf ihn runterfallen oder so. Oder er fängt sie, wenn sie im Vorhang runterrutschen. So, und das dann die Überlegung war, eine der Nerfs mit einer sinnvollen Zielvorrichtung zu versehen. Also es gibt zwei einzelne, die einen roten Punkt dahin projizieren, der aber halt irgendwie im Grunde eine Taschenlampe ist, also bei Tageslicht schwer zu sehen ist und die sind dann normalerweise auch einschüssig. Und man hätte halt doch gern eventuell mehrere Darts, ohne nachladen zu müssen. So, dass dann diese kleine dreischüssige modifiziert wurde. Also im Bereich zwischen den Läufen ist sowieso eine kleine Bohrung, die wird ein bisschen erweitert, dass wieder so eine Laserdiode reinpasst. Dann unterhalb des Abzugs am Griff ist vorne ein Steg, der praktischerweise
gerade so breit ist, dass so ein Mikrotaste mit leicht aufgebogenen Beinchen vorne im Grunde anklemmt, also von selbst hält. Ja, das Ganze wurde dann mit zwei obendrauf geklebten Mignon-Batterien verkabelt. Die Kabel wurden einfach direkt an die Batterien gelötet und die Kabel dann halt in Fugen etwas versteckt eingeklebt. Und damit ist es jetzt möglich, auch bei Tageslicht sehr genau zu zielen, weil man halt den roten Laserpunkt sehr gut sieht. Ja, das war's dann von mir. Also hier noch Kontaktinformationen. Gibt es irgendwelche Fragen? Gerne auch etwas in die Tiefe gehend. Also, um Fragen zu dem Bild zu beantworten. Ja, der Kater kriecht freiwillig in dieses Drainagerohr. Ja, er macht den Deckel selber auf. Ja, er kommt da selbst wieder raus. Nein, weiter rein kommt er nicht, weil da dann unten der Kies beginnt. Okay, gibt es Fragen? Also, für Fragen ist dann da hinten Mikrofon, was dann bitte selbsttätig weitergeben. Hallo. Ich wollte fragen, ob du absichtlich bei dem Futterautomaten die 4 Tage als Runde gesetzt hast oder ob das irgendwie aus materialtechnischen Gründen so war, weil ich fände es irgendwie sinnvoller, das alle 7 Tage nur wechseln zu müssen, wenn man dann halt so einen Wochenrhythmus hat. Okay, ja, das war schon ein bisschen durch die möglichen Abmessungen gegeben. Also ich hatte halt als Material diese Schokonussdosen, die halt eine gewisse Größe hatten. Dann hatte ich mir überlegt, als Laufbahn für die Kugellager halt eine CD zu nehmen, weil ist rund, hat eine glatte Oberfläche und damit hatte ich schon einen Innendurchmesser für die Klappen gegeben, wo dann halt die Dosen draufpassen mussten. Aber bist du dann durcheinander gekommen, wenn du halt einmal montags, einmal dienstags nachfüllen musst und so? Naja, das ging schon. Also ich habe die Dosen ja auch nummeriert, eben auch um Probleme irgendwann festzustellen. Ja, interessanterweise hat ausgerechnet Klappe Nummer 5 häufiger Probleme gemacht, so dass dann der Gag bei meinen Gedanken war, Nummer 5 klebt. Ich weiß nicht, ob ihr noch jemanden Film kennt. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ah, ja.